hier ist wieder Alex von Aquifils Filmecke. Ja, und heute gibt es eine Watchlist, eine Anime-Watchlist. Und ja, ohne große Umschweife, gleich anfangen, ihr wisst, wie eine Watchlist funktioniert. Ja, den Anfang macht Undefeated Bahamut Chronicle. Und um das hier mit der Handlung relativ einfach zu halten, es gab ein Imperium, das ist untergegangen. Der ehemalige Prinz lebt inzwischen in diesem Nachfolgeimperium. Und hat einen kleinen Run-In, nenne ich es mal, mit der Prinzessin des neuen Imperators, der neuen Königsfamilie. Lange Rede, kurzer Sinn. Die duellieren sich und er bekommt das Recht, an der Akademie aufgenommen zu werden, an dem sogenannte Drag Knights unterrichtet werden. Also das sind riesige Mechs, ne, mit teilweise speziellen Fähigkeiten. Und eigentlich werden die Dinger nur von Frauen gesteuert. Und naja, er darf jetzt als Hahn im Korb an dieser Uni ja, mitlernen, um ne, das Imperium dann gegen andere ja, drohende Gefahren zu verteidigen. Wie gesagt, ist ganz grob zusammengefasst und natürlich gibt es hier auch einen ja, übergreifenden Handlungsarc des Ganzen, denn natürlich drohen dem neuen Imperium einiges an Gefahren in Form von ja, anderen Drag Knights, die hier eher ja, das alte Imperium wieder aufleben lassen wollen, was Lux übrigens nicht möchte. Und auch Abyssals, also ja, Monstern, riesigen Monstern teilweise, die auch hier dann ne, schön aggressiv und am Angreifen sind. So, das Ganze, ja, wer halt Mech-Action mag, kommt hier durchaus auf seine Kosten und ist jetzt natürlich bei weitem nicht so anspruchsvoll wie einige andere Sachen, wie zum Beispiel Gundam Wing oder Neon Genesis Evangelion. Hier, das ist einfach auf ein bisschen Fun ausgelegt und ich muss sagen, der Animationsstil, der ist cool. Der ist cool, vor allem in der Action, ne, in den Action-Szenen bewegt sich das sehr schön, ist sehr flüssig animiert, ne, sehr schnell, dynamisch, macht definitiv was her. Inhaltlich gut, die Story ist in Ordnung, ne, nichts Weltbewegendes. Ja, sonst inhaltlich, es ist natürlich hier wieder mit diesem ganzen Harem-Kram mit drinne. Natürlich Lux Arcadia als Hahn im Korb. Die Prinzessin des neuen Imperiums. Lise Harte, Atti Smarter, steht auf ihn. Ne, eine andere Austauschstudentin, ich muss hier die Namen teilweise echt nachgucken. Kruzifer Einvolk steht auf ihn. Seine Kindheitsfreundin Philaffi Eingram steht auf ihn. Und auch noch tonnenweise andere Damen, die sich dann auch eher da um seine Gunst so ein bisschen prügeln. Ist also dieses ganz klassische Prinzip, der schwache Held, der eigentlich komplett overpowered ist und alle Frauen stehen auf ihn nach und nach. Naja, deswegen ist halt an sich nichts Besonderes und kann man sich angucken, wenn man sowas mag. Wo das Ganze, ich sag mal, einen dicken Pluspunkt kriegt, ist tatsächlich die Synchro, die deutsche. Denn Synchros sind natürlich bei Animes wichtig und Geschmackssache. Sagen wir es mal nicht so, Geschmackssache. Ich glaube, im japanischen Original, wenn man das nur mit deutschen Untertiteln guckt, die sich ein bisschen an dem Originaltext oder Skript halten oder auch daran orientieren, ist der wohl ziemlich ernst aufgezogen, außer ein paar humoristische Szenen. Die deutsche Synchro, das ist wie Rainer Brandt auf Speed, also wer die Rainer Brandt-Synchros der Bud Spencer und Terence Hill-Filme aus den 70ern kennt, wer weiß, was ihn hier erwartet. Und ja, ich bin ganz ehrlich, das wird nicht jedem gefallen, auch vielen Anime-Fans sicherlich nicht. Ich habe das gefeiert, weil ja dadurch so ein ziemlich durchschnittlicher, normaler Anime, der nichts weltbewegend Neues bietet, außer ein paar nette Animationen und ein paar nette Action-Szenen, dadurch auf einmal ziemlich so, das haben wir jetzt nicht wirklich gesagt, und bietet. Weil das, wenn man diese Rainer Brandt-Synchros mag, wie gesagt, es ist Rainer Brandt auf Speed und es macht wirklich Spaß, dieser beknackten Synchro zuzuhören. Nein, also ist ein ganz netter Anime, gerade durch die Synchro. Ich glaube, wenn man das wirklich mit Untertiteln guckt und das Ganze sehr ernst aufgezogen ist, dann ist er halt wirklich absolut nur Durchschnitt. Der zweite Anime auf der Watchlist ist Goblin Slayer. Und ja, Goblin Slayer, sehr lange, sehr viel gehypt worden. Geilster Anime 2018 für viele. Ich war immer so ein bisschen skeptisch, vor allem weil ein paar Kumpels auch gesagt haben, der ist gut, aber am Anfang ne, gehen sie da an einigen Stellen doch ein Stück zu weit.
Handlung ist ganz einfach. Es ist eine D&D-inspirierte Welt, also Dungeons and Dragons-inspirierte Welt, nennen wir es mal. Und ja, da gibt es halt einen, nennen wir ihn mal Helden, und ja, der tötet Goblins. Weil der ist der festen Überzeugung, Goblins sind tatsächlich eine riesige Gefahr für die Welt. Und die werden halt von Leuten immer ignoriert, weil es diese kleinen, einfachen Monsterchen sind. Ne? Die Aufträge werden nicht gut belohnt. Naja, und die sind eklig und bla und ohne Scheiß, sind ja keine Gefahr. Nur der Goblin Slayer erkennt, Goblins sind gefährlich. Und ja, er kriegt hier, obwohl er es eigentlich immer alleine macht, er platzt am Anfang in der ersten Folge in eine Truppe junger Abenteurer rein, die mitkriegen, dass man Goblins nicht unterschätzen sollte. Naja, und ja gut, letztendlich die Klerikerin der Truppe überlebt und hängt sich dann an den Goblin Slayer ran. Und ja, der kriegt dann halt auch noch ein bisschen zusätzliche Unterstützung später in seinem Quest, Goblins zu töten. Na, und das Ganze hat hier auch noch keine wirklich große übergreifende Storyline in der ersten Staffel. Zumindest wird da noch nicht viel deutlich. Ja, da ist irgendwo ein Krieg im Hintergrund. Ne? Und die Goblins haben auch wohl vielleicht ein bisschen was damit zu tun. Unterm Strich sind es dann aber eher so kleine Aufträge, die sie kriegen, ne? Der Goblin Slayer und seine Truppe, um da irgendwelche Probleme zu beseitigen. In Form von Goblins. Und was die Serie so geil macht, die Charaktere sind gar nicht mehr sonderlich gut gezeichnet, auch nicht kreativ. Das sind auch Abziehbilder von Sachen, die wir teilweise schon kennen. Ja, mit Ausnahme des Goblin Slayers und dieser Humor, dass er einfach so wirklich so stumpf, andere Aufträge interessieren ihn nicht, er ist sehr wortkarg, er will nur Goblins töten. Ne? Und es ist teilweise vom Humor sehr trocken, wie das auch rüberkommt. Und das ist wirklich mal cool. Vor allem ist das eine Art Humor in Animes, die man jetzt in vielen, gerade populären Animes, gar nicht so hat. Da ist es dann eher immer so ein bisschen over the top und hier wirklich immer dieses komplett trocken und stumpf, ne? Wortkarg. Das ist schon sehr lustig, ist schon sehr lustig. Und gut, sonst ist es natürlich für Leute, die Action mögen, sehr cool, weil Goblin Slayer, es geht halt darum, Goblins zu töten. Ist teilweise auch recht blutig, recht actionreich und ja, auch wie man an die Goblins rangeht und nur wie die Aufträge erledigt werden müssen. Das, ich nenne es mal strategische Denken bei dem Ganzen, nur sorgt auch dafür, dass das nicht eintönig wird und immer wieder dasselbe ist. Und ja, wie gesagt, hat mich tatsächlich positiv überrascht, dass das Ganze ja doch irgendwo dem Hype meiner Ansicht nach dann gerecht geworden ist, weil es ja, wie gesagt, mal ein bisschen was anderes ist und auch wenn die Handlung nicht überragend ist, macht das Ganze einfach Spaß und nur bietet auch ein bisschen blutige Action. Naja, ich bin mal gespannt auf eine zweite Staffel, ob da vielleicht auch ein bisschen, ja, noch weit mehr Hintergrundhandlung kommt. Na, gibt ja hier durchaus noch einiges, was man, ja, ich sag mal, untersuchen könnte oder zeigen könnte. Ja, als nächstes haben wir The Irregular at Magic High School. Und ja, der spielt in der Zukunft, sind ein paar Sachen passiert, so wie Dritter Weltkrieg, Magier existieren. Naja, Magier sind auch in der Zukunft ganz wichtig, um so ein bisschen das Kräftegleichgewicht zu halten, weil die natürlich Kriege auch sehr schnell für sich entscheiden, oder für ihr Land entscheiden können. Naja, jedenfalls werden Magier natürlich ausgebildet und hier kommt unser Protagonist Tatsuya Shiba ins Spiel. Der wird nämlich jetzt an so einer Uni angenommen, wo er dann ja unterrichtet werden soll. Nur gemeinsam mit seiner Schwester, nur ja, da herrscht so ein bisschen Zweiklassengesellschaft. Ne? Einmal die super talentierten Magier, dann auf der anderen Seite die Leute, die so ein bisschen ja, minder talentiert sind. Und er wird in die letzte Gruppe eingeordnet. Und das, obwohl, so viel Spoiler ich mal, er natürlich wieder ziemlich overpowered ist und ziemlich stark ist. Hm. Na, auf die Handlung will ich sonst hier gar nicht weiter eingehen. Es spielt alles natürlich auf ein großes Finale, ne, hinaus. Da ist natürlich eine Handlung, die im Hintergrund quasi bestimmt ist. Wobei meistens wir hier kleinere Arcs haben, die nach und nach abgespielt werden, ne, um andere Charaktere, nur ein paar Begebenheiten wirklich nur mit einfließen zu lassen. Sorgt natürlich auch dafür, dass es teilweise recht abwechslungsreich ist, nur man ein bisschen die Welt kennenlernt und das Ganze auch ja, durchaus spannend und abwechslungsreich rüberkommt. Ne? Hier merkt man dann den Vorteil, wenn Anime tatsächlich 24 Folgen hat und nicht nur 13. Und vor allen Dingen auch, wenn Anime dann nicht die Hälfte seiner Folgen darauf verbringt, irgendwelche Charaktere
einzuführen und da ja, Expositionen wie sonst was zu betreiben. Ne? Macht also durchaus was her, die Handlung ist nicht unendlich tiefgründig, aber unterhaltsam und ja, besser als bei manchen anderen Animes. Ja, ansonsten, der Zeichenstil ist oder Animationsstil ist auch sehr gelungen, gerade in den Action-Szenen, ne? Ist das auch schön dynamisch, ne? Merkt man gerade am Anfang beim, ich sag mal, Nahkampftraining, das ist schon sehr cool gemacht. Das Charakterdesign ist auch soweit ganz gut gelungen und naja, bei den Action-Szenen muss man sagen, die sind cool gemacht, unterhalten auch gut. Gegen Ende werden die ziemlich brutal, ne? Das ist interessant, dass am Anfang nur die Action-Szenen nur durchaus mal ein bisschen fieser sind oder mal nur wird mal ein Knochen gebrochen oder ähnliches. Und am Ende dann zerplatzen da teilweise Körper. Also, naja. Also wer den Anime sieht, der sollte sich darauf gefasst machen, dass es am Ende ein bisschen härter zur Sache geht. Ne? Aber gut. So, ansonsten haben wir hier natürlich auch immer wieder ein bisschen Humor eingespielt. Kennt man ja von den meisten Animes. Ne? Und ja, auch wenn der Protagonist so ein klischeehafter, er ist der Versager, aber eigentlich ist er vollkommen overpowered ist. Und auch noch natürlich viele Damen irgendwie ein Interesse an ihm haben, ist diese ganze Haremschiene, die wird hier nicht so plakativ und plump gefahren wie in vielen anderen Animes. Und das ja, fiel hier eigentlich kaum auf. Einzige, wo das ein bisschen, nennen wir es mal creepy ist, ist bei diesem Verhältnis zwischen Tatsuya und seiner Schwester, weil, wow, das hat dann wirklich so einige What-the-fuck-Momente. Ja... die irgendwie auch ein bisschen deplatziert wirken teilweise. Aber gut, jedenfalls The Irregular at Magic High School. Dafür, dass ich noch nie vorher von gehört hatte und den tatsächlich nur mal geguckt hatte, weil er da war, war der doch ganz solide, recht unterhaltsam gemacht und ja, durchaus eine Empfehlung wert für Anime-Fans. Ja, den Abschluss macht hier dann Basilisk, die Chronik der Koga-Ninja. Für viele ein Klassiker der Anime von Studio Gonzo. Und ja, die Handlung ist erstmal relativ simpel, spielt im feudalen Japan und Tokugawa, ne, der Herrscher, hat ein Problem. Der hat zwei Söhne und weiß jetzt nicht, wer davon sein Nachfolger werden soll. Naja, ergo macht man einen kleinen Wettkampf, denn es gibt zwei verfeindete Ninja-Clans, einmal die Koga und die Iga. Die hassen sich seit 400 Jahren, aber denen wurde ein Waffenstillstand aufgezwungen. Den hebt man einfach auf und ja, jeder Clan kämpft quasi dann für einen der Söhne. Und ja, wer als letztes noch einen Überlebenden hat, ne, dessen Sohn gewinnt. Da werden 10 Ninjas ausgesucht, die dann halt diesen Kampf ne, bestreiten sollen. Blöd bei der ganzen Sache ist, dass die beiden Clansoberhäupter oder angehenden Clansoberhäupter Genosuke und Oboro ja, ineinander verliebt sind und auch verlobt sind und eigentlich, ja... heiraten wollen, damit die Clans notgedrungen friedlich miteinander leben müssen. Was natürlich so ein bisschen kritisch ist mit der neuen Situation. Na gut, das Ganze fängt auch sehr spannend an, denn man ohne große Umschweife wird man hier gleich in die Kämpfe reingeworfen und erlebt hier Ninjas mit sehr teilweise interessanten Fähigkeiten, was wirklich sehr kreativ rüberkommt, ne, was sehr actionreich ist, teilweise auch saubrutal ist. Und das ist ja wirklich am Anfang auch wird unheimlich Spannung aufgebaut, weil Genosuke ne, mit Oboro dann bei den Iga auftaucht und ne, durch gewisse Sachen, die der eine Clan, ich will jetzt gar nicht verraten welcher, gar nicht weiß, dass dieses ja, brutale Spiel losgeht. Hm? Und da wird natürlich unheimlich Spannung aufgebaut und wie gesagt, ist schon cool. Gerade auch die Kreativität mit den Fähigkeiten, ne, die Kampfszenen, ist alles geil gemacht. Was mich so ein bisschen gestört hat, dass das Ganze irgendwann so ein bisschen abflacht. Und ja, da ist ein kleiner Breaking Point drin. Da hat sich das für mich so ein bisschen gezogen. Zwischendurch, klar, ein paar coole Kampfszenen. Aber während am Anfang alles so actiongepackt ist und quasi jede Folge ein oder zwei Ninja draufgehen ne, und wir tonnenweise neue Fähigkeiten gesehen haben, ja, da wird sehr viel des, ich nenne es mal Rosters, verheizt und die zweite Hälfte des Animes ungefähr, ja, gibt es nicht mehr sonderlich viele Überlebende, die dann auch, ja, eher ein bisschen durch die Gegend dümpeln, irgendwie versuchen, das Ganze abzuwenden, ihre Intrigen zu spinnen, anstatt dass sie sich dann die Schädel einschlagen. Und
Also an sich ja lobenswert und cool, dass man sich da auch bei der Handlung Gedanken gemacht hat und das Ganze auch, ja, ein bisschen dramatischer machen möchte, dass die Tode auch ein bisschen reinhauen. Aber wie gesagt, irgendwo verliert sich der Anime da so ein bisschen in der Mitte. Und ja, auch wenn er weiterhin gut ist und ne, seine Schauwerte hat und auch an sich von der Handlung her interessant bleibt, ich weiß nicht, irgendwo verliert er einen in der Mitte so ein bisschen, also mich zumindest. Und ja gut, am Ende wird es dann nochmal ziemlich dramatisch. Und ja, wie gesagt, diese ganze Romeo und Julia, bloß, dass das ja, mit Ninjas ist, das hat schon was, aber ich habe so das Gefühl, hätte man das, was am Anfang passiert, hätte man das vielleicht ein bisschen aufgedröselt und dann ein bisschen was mehr in die Mitte und Anfang der zweiten Hälfte reingeklatscht, dann ja, wäre das noch ein Stück unterhaltsamer gewesen, hätte sich zwischendurch nicht so gezogen. Also deswegen definitiv kein schlechter Anime, aber wenn man sich manche Bewertungen ansieht, ne, dass es ein absoluter Riesenklassiker ist, er ist schon cool, aber ja, verheizt meiner Ansicht nach vielleicht auch ein bisschen was von seinem Potenzial. Naja, damit bin ich diese Woche für die Watchlist oder mit der Watchlist durch. Hoffe, ihr fandet es interessant. Schreibt gerne auch in die Kommentare, wie ihr diese vier Animes fandet, wenn ihr sie gesehen habt. Und ja, ansonsten, wie immer, bleibt gesund und viel Spaß noch.